Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder euer Struppi All In. Ja, und schon wieder einmal nach relativ langer Abstinenz. Na, was soll man sagen? Frohes neues Jahr. Achso, und übrigens frohes neues Jahr. Nee, ich weiß auch nicht, ich habe immer um diese Zeit gewisse gute Laune-Probleme. Sagen wir das mal so. Um es mal relativ höflich auszudrücken. Aber naja. Und der andere Grund ist, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, mein PC ist schon wieder einmal Fritte. Top. Genau zum neuen Jahr. Geil. Hammer. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Schwachsinn. Grafikkarte und Netzteil. Na, passiert, ne? Ja, nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall ist das neue Album von Twice ist draußen. Und ja, das zeige ich auch gerade mal so in der Kamera. Merry und Happy. Ja, wahrscheinlich Merry für Merry Christmas und Happy für Happy New Year. Ja. So an sich ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das sieht geil aus. Grün ist mal was nicht so meine Farbe, aber das Grün ist ein geiles Grün. Ja, hier sonst so die Disc. Oder verschiedene. Ja, hier. Verschiedene Bilder so. Noch mal eins. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr wollt auch so langsam mal das Lied hören und ich würde sagen, da fangen wir doch einfach mal an, ne? Ja, das ist so wie immer. Die sind gute Laune und farbenfroh. Also, die haben eine Farbe. Wenn man sich mal überlegt, so alle, ich sag es mal so, Ami-Songs oder deutsche Songs, ja, die sind eher so trist gehalten. Ich weiß auch nicht, die grinsen immer so schön, die tanzen, so wie man sieht, hundertprozentig synchron. In welche Militärschule gehen die eigentlich? Das will ich halt gerne mal wissen. In welche Militärschule gehen die eigentlich? Wow, guckt euch dit, boah. Ey, nee, da muss man sich doch einfach mal reinziehen. Ich meine, ich weiß nicht. Ich bin einfach jedes Mal fasziniert, wenn ich sowas höre. Das sind wirklich, da geht einem sofort die gute Laune auf. Das wäre eigentlich mal so eine gute Idee. Immer wieder zum neuen Jahr. Wenn ich mal diese schlechte Launeanfälle hab, mal sowas hören, das wäre doch geil. Das wäre Hammer. Wirklich. Ja. Kurze Röcke. Farbenfroh. Gut gelaunt. Der Tanz dementsprechend. Und, hundertprozentig synchrones Tanzen. Meine Fresse, wo lernen die das? Das ist Hammer. Okay, Kamera umgeschwenkt und schon sind sie anders gekleidet. Frauen brauchen normalerweise länger, um sich umzuziehen. Wow. Ich weiß auch nicht, ich bin begeistert, also. So richtig schön. Oh. Herzchen. Könnte was mit dem Titelsong zu tun haben. Oder mit dem Titel. Heart Shakers. Ich meine, my English is a very bullshit, aber ich würde sagen, Herzschüttler oder so. Also, ich meine, ich kann mir darunter jetzt nicht so einen Begriff machen. Wahrscheinlich jetzt so Weihnachten und zum Jahresende hin mal so. Herzschütteln. Ich weiß es nicht.
könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Titel haltet. Also ich finde den Titel geil. Also jetzt den Song. Obwohl das... Wow. Ja. Aber wenn das auch eigentlich kein Wunder ist. Also ich finde eigentlich jeden Song, den die machen, gut. Und das kommt selten vor. Auf jeden Fall, worauf ich eben zu sprechen kommen wollte, da wurde ich ja von dem schönen Getanze und den hautengen Jeans ein bisschen abgelenkt. Wenn man so die Ami-Songs oder deutsche Songs sieht oder hört, hier so Musikvideos, die sind immer so trist. So, ja, farbenfroh sind sie auch nicht, immer nur so grau und ja, schlicht und einfach gehalten. Okay, bei den Ami-Songs ist ganz klar, was das ist. Hip-Hop. Ich glaube, alles, was die können, ist Hip-Hop. Ja, und ja, Hip-Hop ist nicht gerade so mein Bereich. Auf jeden Fall, da ist immer. Ja, doch, farbenfroh kann man auch sagen. Hier mit cool Ghetto-Farben. So, glaube ich. Mit coolen Ghetto-Farben und. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, manche Songs kann ich mir anhören. Obwohl, man muss sagen, Pitbull ist ja auch nicht gerade ein Rapper. Wenn er einer ist, dann da ist er aber ein cooler Rapper. Nämlich die Songs liebe ich. Die sind echt cool. Nee. Nee. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, sie kriegen es einfach immer wieder hin, gute Laune zu verbreiten, das vollkommen synchrone Tanzen und das Farbenfrohe in jedem einzelnen Video einfach nur farbenfroh. Die gute Laune pur. Wenn man sowas hier sieht, gute Laune pur. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Song haltet. Also ich fand ihn geil. Alles wunderbar. Total geil. Also schon ein paar Mal aufgezählt, was ich da gut fand. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir lieben gern Daumen nach oben da lassen. Oder vielleicht auch ein Abo. Es wird mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen und es wird mich sehr, sehr freuen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.